Ärgerlich. Hier ist das sogar ein bisschen. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, genau das ist so mein Problem. Dass die sich halt permanent jetzt auf mich einschießen. Weil Zend-Konsortium am Anfang super schwach ist. Bis die genug Kohle haben, vergeht halt einiges an Zeit. Ja, ja, sollen sie kommen. Sollen sie kommen. So. Bespin ist sowieso, wie gesagt, eins von denen, die... immer Probleme hatten. Okay, da lang. Aufrüstung abgeschlossen. So. Erwarte Verstärkung unterwegs. Hinder. Bereit zum Einsatz. Okay. Moment. Die zielen auf den Hangar. Schick die Koordinaten rüber. Die zielen auf den Hangar. Und die... Keine Ahnung. Können den da oben mal malträtieren. Der, das da. Und der schießt einfach mal mitten rein. Okay, und ihr fangt bitte den ab. Wow. Aber es hat nicht so viel Schaden gedrückt, wie es eigentlich sollte. Und wie gesagt, eigentlich ist die Spezialwaffe schon relativ gut. So. Mhm. Und ihr seht, das wird halt immer mehr, immer stärker. Und wenn man dann irgendwann mal alles erforscht hat, dann wird es ziemlich schwierig, was einzunehmen. Aber das bis dahin muss ich halt durchhalten. So. Okay. Ja, haltet bitte. So, ihr bewacht bitte. Ihr bewacht bitte diesen Punkt. So. Der Rest wird dann einfach mal sich hier sammeln. So, ich bin gespannt. Also ich sag mal, wenn da jetzt einer da hinten hinfliegt, solange mindestens einer überlebt, habe ich am das nächste Mal wieder volle Einsatzstärke. Mit jeder Flotte. Und dementsprechend macht mir das nichts aus, wenn die da so mit ein, zwei Dingern hingehen. So, wunderbar, da haben wir es. Und einfach mal reinschießen. Warum schießt du eigentlich immer auf die Nase? Ja, das ist mir egal, ob die fliehen oder nicht. Gnade wird zwar mir keine geben. Okay, weg sind sie. So. Und wie gesagt, bis ich da mal Ruhe reinbekommen habe, wird wahrscheinlich einige Zeit vergehen. Ich werde jetzt einmal anfangen, Anwerbung läuft. Den hier zu bauen. Bespin wird einmal hochgezogen. Und inzwischen bin ich damit so weit, dass ich mich da zurückziehen kann. Bespin
einmal bebauen. Moment. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Wo? Geonosis. Ja, gut, dann starten wir mal. Dann starten wir mal auf Geonosis. Das ist dann nämlich im Übrigen ein. Unsere Verteidigung muss halten. Ja, ja. In diesen Planeten investiert. Baut Abwehrstellungen und verstärkt sie mit Einheiten des Senkons auf. Ja, ja, ist schon klar. Wir wurden bezahlt. Also befolgen wir unsere Befehle. Aha. Macht mal bitte. Da muss einer noch hin. Aufrüstung abgeschlossen. Das und das. Oh, Moment, die sind schon hier? Wow, das ging schnell. Dann werde ich mal, denke ich. Wir haben eine Landezone gesichert. Perfekt. Aufrüstung abgeschlossen. Und komm schon. Han Solo. Du Drecksau. Du Drecksau. Du Elender. Oh, Chewbacca. Wow. Die können doch nicht jetzt schon die Geonosianer bekehrt haben. Es ist schon ein bisschen unfair. Ich vermute mal, Geonosis ist verloren. Und irgendwie sind meine Einheiten zu blöd. Irgendwas zu machen. Aber vielleicht kriege ich ja noch was. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Das Problem. Komm schon. Und. Zack. Die sind tot. Die sind tot. Das Ding ist kaputt. Komm schon. Vielleicht schaffen wir es noch. Höchst unwahrscheinlich, aber. Weil ich kann es halt nicht wieder aufbauen. Das muss man halt dazu sagen. Und. Zack. Ja, ja, ich weiß. Trotzdem, ich brauche erstmal. Erstmal muss ich. Wir haben einen Bauplatz erobert. Ja, ja, ja. Das hier. Wir warten schon seit Stunden. Was läuft nun? Okay, zack. Komm schon. Jawohl, danke. Okay. Wo sind die anderen? Verkackten Türme. Wo sind die anderen verkackten Türme? Oh shit. Und. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Okay. Nee, Moment. Du. Rennst mal bitte rum und. Du. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht meine letzte Einheit. Ach, Dreck. Okay. Naja. Also, die müssen mir alles kaputt kloppen. Das werden sie auch schaffen. Die Sache ist halt, dass das jetzt meine letzte Chance ist, auf irgendwas, zumindest ihm noch ein bisschen was aus dem Kopf. Geonosis wird fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, es kann sein, dass dieser eine Wachturm mir jetzt vielleicht noch das Spiel rettet. Zack. Mhm.
Okay, da waren dann doch noch. So. Geonosis ist jetzt gefallen. So. Runter da. Moment. Hä? Die haben den nicht direkt besetzt, sind die denn bescheuert? Okay. So. Jetzt muss ich da leider. Fondor, 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 Fondor. Wo ist denn Fondor? Da ist Fondor. Ja, dann starten wir da mal. So. Im Grunde muss ich jetzt gerade erstmal den Verteidigungskrieg gewinnen und dann den Angriffskrieg. Zack, 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 zack. Gegnerische Schiffe sind aus dem Hyperraum gekommen. Ja, ja, ich weiß. Versuchen dürfen keinen Fuß auf unserem Planeten setzen. Ich weiß, halt die Klappe. Ich weiß nur leider nicht. Okay, also das müsste aber eigentlich sogar ein relativ großes Ding sein. Wo sind denn meine Jäger? So, zack, eine Salve und dann sind die weg. So. Sehr schön. Und dann werden wir einmal direkt da reinschießen. So, dich. Und dich dahin. Okay, und. Ja, ja, ist mir schon klar. Zack, zack, zack. Hoch da. Und jetzt müssen wir sie eigentlich nur so lange beschäftigen, bis wir es hingekriegt haben, entweder genug zu bauen, dass die zerpflückt werden. Oder dass der Laser wieder einsatzbereit ist. So. Und einmal da den Hangar drauf. So. Wir müssten einmal den hier einnehmen, den Punkt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da einfach hin. Ist mir egal. Dahin, dahin. Dahin zurück. Und Raketen. Und einfach alles jetzt auf den hier. Alles auf den. Cool. Noch mehr Verstärkung. Okay. Jo. Und. Wieder einmal hat uns das nichts gekostet und die wieder super viel. Ja, das ist. Das Problem ist halt, dass die trotzdem immer wieder auf mich gehen werden. Das ist einfach so. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es wird immer weiter nur auf mich gegangen. Und das ist das, was mich persönlich immer stört. Also, ich komme halt zu überhaupt nichts. Konstruktion abgeschlossen. Wo? Tatooine. Ist hier unten. Was habe ich denn da? Eine Zweier. Das könnte sogar wirklich eng werden. Aber es ist auch nicht so viel, was die da geschickt haben. So. Das. Ja, ja, ist nicht so tragisch. Sollen sie kommen. Aber ich habe hier keine Ionenwaffe, ne? Also keine Spezialwaffe. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich muss jetzt mit Jägern und Bombern auskommen. Das ist nicht so schön. So, der Rest von euch.
Auf geht's. Ich habe sie entdeckt. Du hast sie entdeckt, okay. So. Ja, okay, gut. Wir fliegen mal alle dahin. Ja. Ja, ja. Und du dahin. Du dahin. So, das lenkt die nämlich jetzt mal ein bisschen ab. Hoffe ich zumindest. Oh, Lasergeschützbatterien. Einmal bitte auffüllen. Oh shit. Einer muss mal zu den Jägern. Oh. Oh, oh, oh. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Das müsste doch eigentlich müsste das reichen. Den schon mal kaputt schießen, bitte. Und dann dem. Wunderbar. Du bitte jetzt einmal. Ne, da drauf. So. Wie gesagt, wichtig ist jetzt erstmal Sternzerstörer, die hängen größtenteils sogar jetzt ohne Antrieb halt rum und dann sind die eigentlich halb so tragisch. Der hier oben ist jetzt noch ein bisschen blöd, aber das geht. Ja, das sagen sie alle. Okay, Moment, nee, der ist. Der ist stark gegen mich. So. Also möchte ich das nicht. Ich möchte nicht gegen irgendwas kämpfen, was stark gegen mich ist. Dieser Abwehrsatellit, okay. Also die könnten auch nicht mehr wieder zurückgezogen werden. Und dementsprechend wollen wir da auch keine Sorgen machen. Die entkommen nicht. Also die sind auch offiziell kaputt. So. Ich bin gespannt, ob er sich jetzt zurückzieht. Aber er scheint weiterkämpfen zu wollen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe hier nichts mehr zu verlieren. Also ich werde diese Runde nicht verlieren. Das ist egal. Und ich brauche auch nicht mehr reparieren. Das heißt, er kann eigentlich nur noch verlieren. Er kann diese Runde nicht mehr gewinnen. Er hat zwar noch einen Sternzerstörer, den ich nicht gesehen hatte. Nein, sind sie nicht. Der Hangar. Der Hangar ist wichtig, dass der kaputt geht. Wenn der kaputt geht, dann haben sie eigentlich so gut wie verloren. Dann ist das Ding nämlich nutzlos. Zumindest kann es keine Gegner mehr spawnen. Und das ist eigentlich das, was die Dinger stark macht. So. Okay, mach das. Das Ding ist kaputt. Und jetzt. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Okay. Tu das. Tu dir keinen Zwang an. Tu dir keinen Zwang an. So. Ich würde sagen, das hat gut was gegeben. Es ist halt auch immer Geld, was ich da kriege. Also das, was ihr da seht, das ist Geld, was ich bekomme. Und das sind die Schrottsammler vom Zen-Konsortium, die dann einfach mal aus den ausgeschlachteten Dingern Geld machen. Ihr gebt einen finanziellen Bonus für jede vernichtete Einheit des Gegners. Finde ich sehr, sehr geil.
Aber ich sag mal so, da haben wir jetzt genug mit dem gespielt. Wir können jetzt auch mal so langsam Schluss machen hier für den. Denn ich möchte ja immer noch. Oh, wir haben sogar gesiegt. Komm schon. Oh, fertig. Das müsste fertig geworden sein. So. Wichtig.